Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 24 Hockey Ultimate Team. NHL 24 World Championship. Registriere dich vor dem 31. Dezember um 20.30 Uhr, um die Qualifikation der All-Star Open zu spielen. Für die, die mitmachen wollen, haut rein. Ich wünsche euch viel Glück. Da werde ich dieses Jahr zum 6. Mal in Folge passen. 5. Mal in Folge passen. 18 habe ich mitgespielt. Aber werden wir passen. Und werde gediegen sagen, nee, danke. Ich warte jetzt erstmal, wie das aktuelle Gameplay-Update ist. Also offline hat es sich bisher ganz gut gespielt. Online bin ich jetzt noch gespannt. Burst natürlich als Test vornherein ist jetzt nicht unbedingt der Hammer. Aber ja, ich habe generell umgestellt. Können wir uns nachher auch gleich anschauen. Aber heute machen wir jetzt erstmal die Packs und schauen uns mal an, was so neu ist hier. Ein Ziel abgeschlossen. Dann nehmen wir doch das Ziel schon mal mit, bevor es hier weitergeht. Öffentliche Belohnungspacks sind 2500 Münzen. Das heißt, wir haben 103.500. Nice. Guter Kontostand für weitere Aktionen. Oh, da sehe ich schon Länder. Collect Daily Free Packs in Store. Heute kriegen wir einen Spieler. Und was haben wir denn? Nations of Hockey. Spät dieses Jahr. Aber was ich nicht ganz verstehe, wir kriegen ja, glaube ich, 3 oder 4 Wochen diese Captains vorgesetzt und kriegen jetzt 2 Wochen Nations of Hockey. Und in 2 Wochen gibt es dann Team of the Year. Okay, nur 2 Wochen Nations of Hockey. Schade. Aber ja, John Gibson 89. Eieieiei. Ist natürlich ein Ducks-Fan, John Gibson, Goalie. Ja, ist nice. Was haben wir noch? Barkov, Nylander, Pastrnak. Timo Meier, Ryan Ellis. Nur Männer. Finde ich ein bisschen schwach. Sorry. Da hätte ein Taylor Heisey bei den Amerikanern auch ganz gut gepasst. Vor allem William Nylander wieder eine Ding-Karte zu geben, verstehe ich auch nicht. Also mit dem haben sie es dieses Jahr richtig. Barkov. Ja gut, Pastrnak, üblichen Verdächtigen. Wen haben wir sonst noch hier? Nations of Hockey, plus 3 overall für Gold Medal, plus 2 overall für Silver Medal, plus 1 overall für Bronze Medal. Mesar, Supaliviv. Warum setze ich die nicht alle auf einen selben? Das heißt, der Deutsche, wenn der Weltmeister wird, kriegt er 85. Der Kanadier 89. Warum? Warum ist ein deutscher Weltmeister immer noch schwächer als die kanadische Basiskarte hier? Also in der Theorie, ich meine, wir werden es nicht, aber in der Theorie. Verstehe ich nicht. Aber gut, ja. Das sind die Karten, die wachsen würden. Auch die USA Nummer 82. Das sind so Sachen, wo ich immer sage, so what the fuck, why? Matthews 90, Mana 90. Uff, das sind nice Karten dabei. Ach du Scheiße. Ja. Vor allem Mana 90 ist sehr nice. Was haben wir hier? Gallery of Greats, Carlson, Leech, Forsberg, Hull, Selani, oh, auch nice, Aho, Goddard 84, Boxing Weekend, X-Factor Limited, 6 per 24 Hours, okay, 1 per Player, okay, die kennen wir alle schon, Solo Hood Moments, was können wir uns da spielen, bei Nations of Hockey, lasst uns mal kurz reingucken, Prime Pack, Event-Sammelobjekt, 2 Profis, Power-Ups, oh, Power-Ups-Sammelobjekt, maximal ein Gegentor. Uff, ein Power-Up-Objekt, okay. Und unten links erzielen wir Pastrnak für NEO, das wären 2 Power-Ups, die müssen wir mitnehmen. Die müssen wir wahrscheinlich mitnehmen, also die müssen wir irgendwie spielen. Müssen wir mal gucken. So, dieses Jahr müsste eigentlich wieder World Cup of Hockey anstehen. Alle 8 Jahre. Wollten sie es machen, ursprünglich? Müsste man mal schauen. So, Store. 8 per Hour, what are variants? Genau. Rare Alternative Art, exclusive to packs, only for select event players, no gameplay impact. Natürlich nicht. 10.000 Münzen kriegen wir dazu, das ist natürlich schön. Die Collectibles können auch mal weg. Und dann haben wir jetzt hier noch ein paar Packs übrig. 6.000 können wir übrigens hier verballern. Early Bird Feiertags Pack. Okay. Okay. Oh, holy komoli. Aber warte mal, nur 41% 86 plus. 52%. mit 81 plus.
Und hier haben wir was? 3 mit 83 plus, 15 mit 81 plus. Das sind 18 für 700 Punkte weniger. Okay. Interesting. Zwischen dem Pfostenangebot 20 Spieler mit 3 Guaranteed 83 plus Go. Ist nicht das Hammerangebot. Das sind 4600. Da müssen wir mal schauen, was man noch machen kann. 4600. Gibt es irgendwo was, wo Power-Ups mit dabei sind? Nee. Was ist das Special Pack? 3 Power-Up-Sammelobjekte. Shit. Nations of Hockey mit 82 Gesamtwoche 1. 3 von denen. Oder wir machen eins Tester. Schauen wir mal, was drin ist. Eins Tester haben wir 4000 Münzen. Aber das ist nur für 2 Tage erhältlich. Und dann schauen wir mal nach, was dann am Feiertagsding noch so gibt. Und dann halten wir uns mal 2000 Punkte offen. Und machen wir 4000 draus. Ich glaube, dann machen wir es so. Machen wir es einfach mal so. So, Store. Ungeöffnete Packs. Schauen wir einfach mal, was drin ist. Was wir hier noch so haben. 13 mal Silber. Okay. Die sind nicht so ganz Silber, wie sie die letzten Male waren. Verstehe ich auch nicht, warum ich jetzt die Gold- oder die Sammelobjekte jetzt nochmal ändern muss, warum ich das nicht einfach nächstes Jahr machen kann. Das heißt, die Rivals werden wieder anders ausschauen. Gott im Himmel. Das sind die Dinge, die ich verstehe. Es tut mir leid, wenn ich jetzt wieder böse bin zur NHL, aber das ist das, was ich nicht verstehe. Man konzentriert sich auf so einen kleinen Scheiß, anstatt dass man sagt, hey, pass auf, wir setzen uns hin und verbessern das Spiel. Weißt du? Da sind Bugs drin ohne Ende. Aber nein, wir setzen uns hin und wir verbessern das Kartendesign, damit es cooler ausschaut. Für was? Lass es einfach Silber, Silber sein, fertig. Gold, Gold, Bronze, Bronze. Ändert das zum nächsten Jahr und gut ist. Also, aber wie gesagt, das sind die Sachen, die ich ab und zu nicht verstehe. Da sitze ich hier, schaue mir das an und denke mir einfach nur so, warum? Warum da jetzt einen Schuh aufmachen? Silber sind Silber, Gold sind Gold, Bronze ist Bronze, fertig. Da brauche ich nicht noch Beschriftungen von was, von welchem Event das ist. Ich weiß, von welchem Event das ist. Nur meine Meinung. Müsst ihr nicht teilen, aber ich bin der Meinung, dass es andere Sachen gibt, wo man mehr hätte machen können, müssen, sollen. Was auch immer. Verstehe nicht, dass man Zander abschreitet, dass man sich darauf konzentriert, verstehen. Aber ja, machen wir weiter. 2 Goldprofis Pack. Rebecca Gilmore, Adam Paddach. Die auch nicht ganz das, was wir haben wollen. Profis Pack, Basis Pack. Während dann auch noch solche Karten drin sind, die nicht mehr bei uns spielen, weißt du? Das ist. Vergiss es einfach. Ich wink ab, vergiss es einfach. Vergiss es einfach. Einfach akzeptieren ist so. Fertig. So. Nikola Ehlers. Mhm. Vor allem fällt mir gerade auf, wir müssen hier tatsächlich wieder unsere Objekte einsammeln, ne? Was wir brauchen, weil vielleicht ist ja einer von denen dabei, die eine Team of the Year oder Team of the Season Karte bekommen. Und die müssten wir dann dementsprechend ja updaten. So. Das, by the way, ist abgesichert. Kann ich schon mal versprechen. Sollte da irgendjemand eine Team of the Year Karte bekommen. Da werden wir alles für tun, dass diese Karte auch übernommen wird. So.
Jawohl, das sind ganz wichtige Karten. Das sind so extrem wichtige Karten. Danke, Packgott. So, Conrad Miller, 82. War es das Höchste, was wir hatten, oder? Weil viel mehr höher wird es hier, glaube ich, heute auch nicht mehr. Bisher zumindest. Schauen wir mal rüber ins Store, wie es da ist. Und 14.000 Münzen. Das ist zumindest schon ein guter Anfang. Fangen wir mit dem an. 1.700. Ein Power-Up, zwei Power-Up. Oh. Oh, wir ziehen den einfach so. Ich dachte, da ist ein... Da ist nur... Oh my goodness. Und er hat sogar einen Boost von uns. Jawohl. Jawohl. Instinkte von dir gesteuerte Goldies sind besser in der Lage, Pucks zu parieren. Jo, danke. Paradenreichweite sind schneller wieder in Position und werden den Puck mit antizipierten Paraden besser ab. Oh, wow. Okay. Das ist natürlich heftig. Das ist natürlich nice. John Gibson. 35 hat er hier. Das ist von der Größe her, wäre das genau unser Torhüter. Na, nicht ganz. Das ist ein bisschen kleiner tatsächlich. Er hat Hascheks Größe. Ah, siehst du, das ist nichts Power-Up. Und eigentlich müsste da irgendwo noch ein 82er drin. Habe ich mich jetzt geirrt? Sind da nur 89er drin? Es ist kein 82er drin. 84? Jetzt muss ich schon mal fragen, warum ist ein 89er drin? Fertig. Was hätte jetzt da drin sein müssen eigentlich? Ein garantierter Power Nation auf ihn mit 82 gesamt. Das ist ein Fehler, oder? Da war nämlich jetzt kein garantierter Power Nations drin. Es war ein fertiger 89er drin. Okay, ist mir egal. Wir machen jetzt das mal kurz auf. Wir machen danach nochmal eins auf. Da hinten ist wieder was. 84. 6. Der könnte halt auf 89 hochgehen. Auf der wäre halt das, ja, aber halt hinten halt defensiv wieder so schlecht. 96 Widerstandsfähigkeit, okay. Aber plus 3 hinten auf alles, 82 Bodycheck, 86 Stärke, 82, 99 Widerstandsfähigkeit. Schuss ist halt, ja, meh. Ist ein Center, Bully ist normal. Ja, ist nicht schlecht, dass wir ihn haben. Es ist cool, dass wir ihn haben. Aber der ist tauschbar. Okay, jetzt bin ich natürlich gespannt. Auf den Tauschstapel, aber der müsste eigentlich schon ordentlich was wert sein. 82 haben wir nur. Okay, 84 haben wir da noch drin. Ich muss jetzt sagen, wir probieren das jetzt nochmal aus. Ich weiß ja exakt, wir machen nur 4000. Das ist mir jetzt tatsächlich wurscht. Das Pack war auch gut. Aber da hätte jetzt ein 82er drin sein müssen und kein 89er. Wir machen den jetzt nochmal auf. Wenn jetzt da wieder 89er drin ist, dann scheißen wir Glück. Nein, ist nicht drin. Aber hinten ist noch was Spezielles. 1, 2. Ah, schade. Jetzt ziehen wir ihn als Power-Up. Okay, das ist natürlich doof. Schade. Oder war das ein Ding, dass statt den auch der fertige 89er drin sein kann, praktisch? 3, 6, 8, 10, 11, 12 Power-Ups würde der brauchen. Boah, krass. Aber es ist wieder eine Legend drin. Mario Lemieux, das wäre jetzt der Hammer. Nee. Oh, fuck. Jean, Billy Wupp ist drin. Hallöchen, Jean. Müsste man mal schauen, weil wir können doch die Dinge auch eintauschen, glaube ich. Obwohl, der würde sowieso ins Team passen. Das ist noch viel witziger eigentlich. 89. Oh,
Mal wenig Disziplin, aber wird wieder körperlich extrem stark. Offensivbewusstsein, die gegen Schuss solide, Tempo solide. Aber es ist halt wieder ein Linkshänder. Warte mal, wie viele Bullies hast du? Ja, dafür reicht's aber nicht. Okay. 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 Wir haben 3 Power-Ups jetzt in der Mannschaft liegen irgendwo. So, wir machen jetzt den noch auf. Schau mal. 6300. Prozent 86 plus Spieler. Warte mal, da war gerade kein 86er plus drin. Da stimmt auch irgendwas nicht. Was würde bedeuten, wir machen jetzt einfach nochmal eins auf, das ist mir wurscht jetzt. Vielleicht haben wir das Glück nochmal. Wie gesagt, das wäre. Nee, es ist keiner drin. Ryan Ellis ziehen wir diesmal. Rechter Offensivverteidiger, aber das ist gut. Weil der kann uns nämlich. Jupp, das ist sehr gut. Der kann uns nämlich genau das ersetzen. Boah, schau dir den Schuss an. Der kann uns Fox ersetzen. Zehn, 25, 50, 100.000. Und dann bräuchten wir nur die restlichen Sammelobjekte, die wir haben. Und wir haben ihn auf 89. Dann haben wir eine 92er Verteidigung. Defensivbewusstsein ist schlecht, aber es würde halt trotzdem, sag ich mal, reichen für. Es würde reichen für die Aufstellung wahrscheinlich. Aggressivität, Bodycheck schlecht, Stärke, Widerstandsfähigkeit ist mies, passend, saustark. Krasser Schuss für einen Verteidiger. Wir könnten es ausprobieren. Das ist jetzt nicht der Spieler, den ich aufstellen würde, weil ich würde halt sagen, keine Ahnung. Ihm fehlt halt eigentlich Stockchecking, Defensivbewusstsein ist extrem schwach eigentlich. Aber der Schuss ist halt abartig. Für dritte Reihe. Statt Fox. Aber ich will halt jetzt eigentlich eine Woche vor Januar will ich jetzt eigentlich nicht die Dinge hergeben, einfach mal so. Das ist mein anderes Problem, was ich habe. So, wieder Power-Ups bekommen, das ist natürlich extrem nice. Aber 86 plus wahrscheinlich, weil er halt safe auf 89 geht, deswegen wahrscheinlich. So, jetzt können wir noch 2 von denen aufmachen. Und die machen wir jetzt auch einfach noch auf. Einfach mal schauen, was drin ist. Zweimal lila. Oh, heute haben wir es genau benannt. Wir machen jetzt einfach weiter, weil das Glück ist gerade auf unserer Seite. Dubois, wen ziehen wir da? Oliver Bonk, 86. Why not? Was kommt da hinten noch? Carlson, 85. Hillary Knight, 86. Okay. Was ist da drin? Yay. Aber der passt nicht zur Mannschaft. Er passt nicht zur Mannschaft. Da haben wir Glück. Aber klar, ja, wir können ihn auf 89 hochballern. Das ist natürlich. 93 Bullies, dann hat 99 Bullies. Wir müssen mal schauen, was wir brauchen. Für Lemieux und Co. Bin mir nicht sicher, was wir da brauchen. So, eins noch. Wir haben so viel Glück heute. Wir haben so viel Glück heute. Auf geht's. Ja, genau. In dem Pack verlässt uns dann das Glück. können wir echt nichts sagen heute. Siegers 82 haben wir drin. Otto Salin, Megan Keller. 84 haben wir auch im Pack. Okay, passt. Dankeschön. Okay. Ist halt jetzt die Frage. Pass auf, jetzt lass uns mal kurz in die Mannschaft reinschauen.
du brauchst ein Update. 93 kommt übernächste Woche. Du bekommst wahrscheinlich eine Team of the Year Karte. Da brauchen wir die Power-Ups. Können wir praktisch eigentlich nicht hergeben. 88 Messier. Wir würden den Apfel verlieren. Lass doch mal so, wie er ist. Mana müsste baubar sein, wenn wir den ändern. So, aber das, die große Frage ist hier. Fox hat 86. Und er ist genauso schlecht praktisch wie Alice. Er hat nur 90 Defensivbewusstsein. Aber ansonsten ist er schlechter als Alice, glaube ich. Ich müsste sie vergleichen, aber ich glaube, dass Fox deutlich den kürzeren zieht im Vergleich zu Alice. Wir haben aber 118.000 und das ist jetzt mein Problem, dass ich sage, hey, machen wir was oder machen wir nichts? Schussboost. Wenn ich den raus tue, muss ich einen Trainer wechseln. Endras raus, tauschen, Gibson rein. Würde für uns bedeuten, Juliette Dubois würde ihre Position verlieren. Und Dave Nelson hätte wieder einen Job. Und dann wären wir zurück bei Back in Black. So, und dann ist jetzt die Frage, Änderung speichern. Gibson gegen Ötti. 5 Punkte und Gibson hätte 1, 4, 7 Punkte. Es ist halt die Frage. 90 Widerstandsfähigkeit, Rebound-Kontrolle. 85 Widerstand, 89 Schusserholung, Breakaway 90. Five-Hole 85, 87, Stellungsspiel 90. Tempo 92, 87, 90, 88, Ausdauer 95, 88. 87, 92, Beweglichkeit passen, Schläger tief, Handschuh tief und Schläger hoch. Wir probieren es einfach mal. Wir probieren es einfach mal. Gibson kriegt aber die 35, so wie es hier drauf ist. Ja, Änderung speichern. Aber ihr versteht mein Problem, was ich habe. Das Ding ist, wir haben einen Haufen Spieler, das ist das Gute. Wir haben einen Haufen Spieler. Jetzt durch dieses fette Pack-Opening. War nicht geplant, dass es so fett wird, aber nachdem ich jetzt so viel Glück hatte in den Karten und Co., dachte ich einfach, fuck it, ich setze alles auf eine Karte. Wir haben Forsberg, Hasek, Messier und Béliveau. Ich weiß nicht, wie viel 85er ich brauche für Lemieux. Wenn wir Lemieux machen könnten, boah mein Gott, das wäre irre. Aber was brauchen, wen brauchen wir für Ding? Das ist mein Hauptproblem, was ich habe. Und dann müssen wir noch schauen, dass wir hier Forsberg, Nylander, Barkov, Timo Meier noch eintauschen. Ryan Ellis haben wir schon. Das ist das Ding, was wir jetzt anschauen müssen. Hood Mode, Live Mode, Strap Stream, da haben sie das komplette Ding jetzt überarbeitet. Okay. Jumbo Elite Profis Pack. Das ist das wahrscheinlich, auf was wir gehen müssen. Weiß nicht, was wir Hood Rivals machen können. What the? Ultimate Pack. Mit den Diamonds können wir was machen. Okay. Okay, müssen wir einfach weiter sammeln. So, aber das, was jetzt für mich von essentiellen Bedeutung ist. Power-Up-Icons. H.
Haben wir nicht. Zwei davon haben wir. Was muss ich machen, um die anderen 6 zu bekommen? Und wie teuer sind die anderen? Das ist die Frage. Beliebige Goldspieler für Maurice Richard. So 120 bräuchte man praktisch. Das sind viele. Das sind extrem viele. Billy, wo haben wir schon? Wir bräuchten das. Uh, 120, 240. Das ist echt eine heftige Aufgabe. Das ist viel, was wir da brauchen. Für Mario. Das ist viel, was wir da brauchen. Die Frage ist halt, was kosten die denn? Auf dem Auktionshaus. Klingt jetzt böse, aber da noch ein bisschen warten und wir sind gut dabei. Also jetzt musst du halt sagen, da musst du dir fast schon überlegen, ob du Leute hier wie Selani, wenn du sie holen kannst, nicht selber behältst. Klingt jetzt böse, aber schau dir mal die Werte an. Und die werden nicht schlechter. Natürlich wäre Lemieux krass, um Himmels Willen, will ich gar nichts dagegen sagen, aber wenn ich die Chance habe, für 120.000 Temo Selani zu holen, oder hier für 33.000 schon Scott Niedermeyer, weißt du? Und wir haben dann praktisch einen guten 87er Verteidiger holen. Gut, ist zu schwach im Moment, aber der steigt ja auch. Scott Niedermeyer steigt auch, der wird ja nicht schwächer. Widerstandsfähigkeit, okay, das ist unterirdisch, aber 96 Defensivbewusstsein, 94 Stockchecking. Natürlich bräuchte ich, um auf 87 zu kommen, im Moment 4, 6 Dinger, wobei du kannst mit Münzen fast abbezahlen noch dazu. Und klar, der ist 780.000 wert, logisch, ja, nice. Brauchen wir nicht drüber reden, aber jetzt müssen wir kurz schauen. Ist die 85er? 685er brauchen wir da. Ja, zwei Hammer. Selani würde uns fehlen. Billy Wo? Sedin. Da 117.000, Henrik Sedin. Nur mal so als Vergleich.
Ja, das müssen wir uns jetzt schauen, was, ob uns das praktisch wert wäre. Wir würden da wahrscheinlich sogar noch einen zweiten dazu bekommen. Können wir Beliveau können wir nicht verkaufen, das ist glaube ich untradable. Aber Messier können wir verkaufen. Ich weiß, bin böse, ja, bin ich, weiß ich. Aber in dem Sinn muss ich sagen, müssen wir uns überlegen, ob es nicht mehr Sinn machen würde, wenn wir jetzt Messier. Was ist denn der Wert? Den können wir glaube ich verkaufen, Messier. 150.000. Messier raus. Selani mit Schussboost rein. Der hat Verteiler und Schussboost. Hat nicht unbedingt die meiste Ausdauer, hat aber einen Haufen Tempo. Einen soliden Schuss. Gutes Defensivbewusstsein. Starkes Offensivbewusstsein. Ist nicht sehr widerstandsfähig, hat aber eine gute Stärke und einen soliden Bodycheck-Wert. Weiß nicht, ob wir könnten uns sogar. Na gut, das bringt uns nichts. Ja, Gordie Howe wäre auch drin. Theoretisch wäre er drin in dieser Verlosung. Aber es wäre halt auch Selani drin. Da muss ich sagen, boah. Selani, ein Ding können wir uns nicht holen, gell? Das kriegen wir callmäßig nicht hin, oder? Dass wir sagen, wir gehen jetzt hier irgendwie all in und versuchen den auch noch an Bord zu holen, das klappt, glaube ich, nicht. Lasst mich mal kurz schauen. Forsberg ist untradable. Klingt böse, aber wenn ich Ding verkaufen würde, könnten wir sogar den hinten aufstellen. Der ist nicht so viel schlechter als Fox. Er hat zwar nicht, vielleicht nicht die Werte, die Fox hat defensiv, aber schlechter als Fox ist er auf keinen Fall. Und Mana würde halt rausfliegen für Selani. Aber den könnte man notfalls auch noch verkaufen. Könnten wir notfalls auch noch verkaufen. Die Frage ist, wie viele Objekte haben wir denn? Trade-Berechtigung, tauschbar. Ach stopp, tauschbar ist das Falsche, das brauchen wir nicht. Wir brauchen Level Gold.
500 Objekte. Nehmen wir an, wir verkaufen den jetzt. Den für 116.000 oder so. Direkt. Ja, setzen wir einfach mit drauf. Oliver Bonk. Okay, yes. Noch mal 90.000. Können Messier auch noch verkaufen. Oder wir schauen jetzt, wie viel wir reinkriegen würden und holen mit den restlichen Spielern, die wir haben. Wirklich Lemieux. Problem ist, dann würden wir alles aufopfern. Alles. Für Lemieux. Meiner Meinung nach auch nicht die richtige Entscheidung. Meiner Meinung nach auch nicht die richtige Entscheidung. Jetzt müssen wir mal schauen kurz. Die Eventobjekte. Wer ist denn da noch krass von denen? Im Endeffekt da jetzt irgendwas groß auszugeben für Alice, finde ich eigentlich falsch. Fox reicht da soweit eigentlich noch. Und wenn, müssten wir schauen, dass wir theoretisch für Fox jemanden finden. Der ist natürlich, da kommt jetzt viel dazu, aber zum Beispiel nicht das richtige, die richtige Einstellung hier. Okay. Barkov hat Dieb, brauchen wir nicht mehr. Timo Meyer ist Power Forward, haben wir nicht. Auch wenn die Karte nett ist, sehr, sehr nett ist. John Gibson haben wir. Nylander. Holy Smokes. Aber defensiv auch nicht unbedingt nice. Und da muss ich sie angreifen. Da muss ich sagen, hey, das taugt mir nicht ganz. Auch wenn die Karte einen absolut geisteskranken Schuss hat. Brauchen wir nicht drüber reden. Es ist nur eine 89er Karte. Die hält nicht bis zum Ende. Ich müsste da jetzt einen Haufen Power-Ups ausgeben, die wir am Ende nicht reinkriegen. Also, sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Tut mir leid. Sehe ich nicht. Jetzt wollte ich, wollte noch nachschauen, ob andere Karten noch gute mit dabei sind. Connor Geeky. Ne, die sind alle 86 oder hören davor auf. Okay. 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 Ich muss schauen, wie ich das machen würde. Celani in diese erste Reihe dazu wäre brutal. Du würdest rausfliegen, würde mir leid tun. Ich gehe dabei nach hinten rutschen, Barber wird eins nach hinten rutschen, Knight wird eins nach hinten rutschen. Würde in der Reihe aber gut passen und Celani würde diese Reihe hier vollständig machen. Da fehlt uns auch noch eine Position. Gibson ist neu. Ich weiß gar nicht, ob ich seine Nummer habe. Ne, die 35 müssten wir raussuchen, weil da hat er die 35. Und Helm bräuchte man auch eine neuen, wobei der wahrscheinlich Dachsmaske haben würde. John Gibson. Tauschbar. Was haben wir hier in Tauschbar? Warte mal, Messi ist gar nicht tauschbar. Messi wird mir hier gerade gar nicht angezeigt, weil er nicht drin ist. Was ist denn das wieder für eine Kacke? Billy Wo ist nicht tauschbar, das weiß ich.
Du bist nicht tauschbar, siehst du? Den könnten wir aber trotzdem, der hat trotzdem 89. Der ist jetzt schon stärker als Kendall Coyne Schofield. ...82 Ausdauer. Völlig für den Arsch. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber allein die Tatsache, dass er wieder da ist, ist halt genau dieses Ding, wo ich sage, wenn man den halt mit dem könnte, das wäre halt... Ja, das wäre der absolute Wahnsinn, was ich jetzt gerade gesehen habe. Kendall Coyne Schofield hat, glaube ich, aber keinen Apfel aktiv, sprich... Den zu aktivieren wäre immens nice, glaube ich. Oh Gott. Also Messier können wir auf jeden Fall schon mal auf den Tauschstapel hauen. Du kommst noch wieder in den Verein. Verabschieden wir uns mal von diesem Traumgedanken, Lemieux. Wenn wir ihn nicht ziehen, werden wir ihn nicht kriegen. Fertig. Aber ich muss echt sagen, wenn wir Selanne ins Team holen, wir würden den Apfel verlieren, würden den Schuss dazu bekommen, dann müsste ich Trainer wechseln. Ne, müsste ich nicht, das wäre egal, wenn wir Bedivo statt Kendall Coyne Schofield aufstellen. Bedivo statt Kendall Coyne Schofield. Müsstest du schauen, ob sich das lohnen würde von den Dingern her, aber theoretisch ja. Hätten wir hier einen 89er stehen. Oats, den können wir jetzt immer kurz runterschrauben, weil wir haben nämlich vorhin jetzt gerade Ding ins Tor gestellt, Gibson. Wo ist Oats? Sorry. Änderung speichern. Wie gesagt, Voraussetzung ist, wir müssen die anderen erstmal verkaufen, dass wir hier ordentlich umbauen können. Ob das funktioniert, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wir haben einen Haufen Spieler übrig. Wir könnten uns eigentlich durchaus mal anschauen, wer von den anderen Power-Up-Icons eigentlich noch interessant wäre für uns. Gordie Howe, Lemieux, leider Niveau, das können wir uns nicht leisten. Adonis Potvin zum Beispiel. 89. Okay, ist zu langsam. Siehst du? Maurice Richard sehe ich nicht, weil der ist nicht geeignet. Du bist nicht geeignet. Du könntest. Wenn du wollen würdest. Aber nein. Selanne, ja, haben wir schon durchgeplant. Das habe ich ja schon gezeigt. Der würde absolut reinpassen. Bedivo mit 89 würde absolut reinpassen. Aber richtig Zucker reinpassen mal. Paul Coffey. Statt Bobby Orr dann eigentlich, aber ja, nee. Nicht in dem Zustand. Ja, die Curie hat 88 im Moment. Niklas Lidström. Das wäre noch jemand, wo ich sagen würde, fuck ja. Statt Josi zum Beispiel. Haben wir die Chance zum Beispiel Lidström zu kaufen? Da passt die leider nicht. Schade. Hasek haben wir schon. Rob Brindamore. Passt leider auch nicht. Scott Niedermeyer. Wäre natürlich für mich klar. Anaheim Ducks Legende. Für 30.000 würde ich ihn sofort nehmen. Brauchen wir nicht drüber reden, weil wenn der steigt, irgendwann...
wird hinten der Wert hoffentlich schon passen dann. Wäre nice. Aber ich glaube, ich muss mir echt Gedanken machen, ob es möglich ist, was ich mir vorstelle, wie ich es mir vorstelle. Weil Selani zu haben, ist schon ein kleiner Flex. Muss ich straight so sagen. Aber jetzt machen wir erstmal kurz die Nation of Hockey Karten noch. Genau, wir brauchen zwei haben wir schon, oder brauchen wir noch vier, glaube ich. Vier Collectibles brauchen wir. Zwei haben wir schon, 1, 2, 3, 4 Collectibles. So, warte mal, die ist ja. Warte mal kurz. Die wäre ja tradable. Wobei, ist wurscht. Ansetzenden, ja. Das sind 12.000 oder so. Ja, wäre nice, ja. Aber bei den anderen haben wir die Chance, dass Team of the Year Karten mit dabei sind. Und dann scheiß auf die 12.000 Münzen. Ah, stopp. Stopp. Ungeöffnete Packs. Da haben wir das Profis-Pack liegen, das ist schon mal gut. Objekteingang. 1, 2, 3, 4. Ansammlung senden. So. Also, um nochmal klar zu sagen, die Karten sind super. Aber ich gebe jetzt keine Power-Up-Objekte für diese Karten hier aus. Solange ich nicht sehe, es macht Sinn. Wir müssen natürlich auch erstmal schauen, wer nächsten Monat dann die Power-Up-Dinger bekommt. Power-Ups bekommt bis dahin. Wir müssen schauen, wie wertvoll mehr oder weniger diejenigen sind, die Karten erhalten. Und das, was ich jetzt gerade noch schaue. Oder nee, ist anpassen. Trikotnummer. Und die Karten erhalten, müssen halt auch, wie gesagt, zu uns ins Team passen. Und wenn sie nicht passen, kann ich es halt auch nicht aufstellen. Wenn wir natürlich jetzt jemanden ziehen, der eine hat, wo ich sage, okay, wir müssen schauen, dass wir den irgendwie integrieren können, weil ich durch Zufall einen ziehe, boah, um Himmels Willen, dann müssen wir das schauen, ja. Aber ich werde jetzt nicht hier Boden rausreißen und mir Karten holen, wo ich sage, der passt hinten und vorne nicht in die Mannschaft rein. Ich gehe mal davon aus, dass Connor McDavid mal wieder eine Team of the Year Karte bekommt, deswegen hätte ich die natürlich gerne. Kann man, glaube ich, auch nicht drüber reden. Aber ansonsten bin ich halt ehrlich hart am Überlegen, ob wir nicht vielleicht ein paar, wie soll ich sagen, ein paar ältere Karten mitnehmen, also Icon-Karten wie Selani, weil es Sinn ergibt, mehr oder weniger. Das müssen wir halt schauen, ob wir das hinkriegen. So. Und da hat irgendjemand spitz gekriegt, dass ich diese Maske mag. 7000, ich zahle keine 7000 für diese Karte, wirklich nicht. Auch wenn ich diese Maske feiere, weil es wirklich eine schöne Maske ist. Cardiff Devils Platzhalterkarte. Das ist die San Jose. Ich glaube, das ist die, die Ötti im Moment auch hat. Müssen wir mal schauen, ob da noch eine andere kommt dahinter. Kings haben wir hier noch. Oder die Sharks Maske. Ja, die Sharks Maske geht aber gar nicht. Also das ist ein No-Go. Oder kriegt die alte Ducks Maske, wenn sie irgendwo verfügbar ist. Das wäre auch cool. Pittsburgh würde mir auch Sinn machen, weil er ist aus Pittsburgh. Ja,
muss sagen, die Colorado-Maske ist immer noch die. Also, die ist richtig krass, die Colorado-Maske. Auch die neue. Wo haben wir sie denn? Die neue Maple Leafs-Maske ist krass. So, die Ducks-Maske. Das ist die alte Ducks-Maske. Die ganz alte. Okay, auch die neue Rangers-Maske ist nice. Das ist, glaube ich, die von Jonathan Quick. Der es irgendwie wieder geschafft hat, seinen Helm ins Game reinzukriegen. Die wäre auch nice, aber nee. Jo, siehste. So. Und dann rüsten wir ihn aus damit. Würde ich sagen. So, jetzt haben wir vier natürlich hier, vier Karten übrig. Die Karten, die ich am meisten empfehle, ist Timo Meier und Nylander sowie Pastanak an Sammlung senden. Deswegen nehmen wir die drei als Thumbnail. Das sind wirklich die drei krassesten Karten, wo ich der Meinung bin, lohnt sich, Freunde. So. Mein Team. Freut mich richtig. Wir haben ein richtig gutes Pack-Opening gehabt dieses Mal. Freut mich heftig. 35. Die kriegt Givi. Torhütermaske. Wo haben wir sie? Anaheim Ducks. Anwenden und bestätigen. So, damit haben wir John Gibson im Tor. Oettinger auf der 2. Chefcoach steht wieder fest. Und hier ändert sich mal vorerst noch nichts. Ich muss schauen, ich muss planen. Vielleicht haben wir morgen einen anderen Spieler dabei. In Online-Serie, in Offline. Ich weiß es nicht. Ich muss erst schauen und planen. Ich kann es euch nicht versprechen. Bis dahin, ciao und vor, bleibt gesund. Wir sehen uns.